Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim mit Mods. Vielleicht erinnert man sich, wir sind im Snowpoint Bastion, dem Dungeon, den ein Fan vorgeschlagen hat. Und ja, ich hatte ja gesagt, ich plündere alles, was wir schon gesehen haben. Sprich, das war der Chef, der ist jetzt leer. Und ja, in die Richtung geht's weiter. Und gucken wir mal, was der Snowpoint Dungeon noch sonst zu bieten hat. War eine Täuschung. Ich falsch geguckt, ich dachte, da wäre ein Draht, aber war keiner. Ist ganz schön verwinkelt, das Ding hier. Oh, hi. Ja, ist die Gelegenheit, unsere Zauberer hochzupushen. Berührung des Todes und Schild. Ganz unten. Ganz unten. Unten ist weit weg. Oh, ja. Okay, mal um die Ecke. Ich weise euch in Stücke. Ja, genau, mach das mal. So. Ach, die war clever genug zu warten. Okay, Moment, ich muss ein bisschen Zauber vorbereiten. So. Da ist die auch müde geworden. Perfekt. Huch, so rum, ich wollte schleichen. So, an der Seite ist eh nichts mehr zu holen. Jagdbogen ist okay, Stahldolch, Pfeile immer gut. Ich habe zwar tausende von Pfeilen, aber ich nehme die trotzdem mit. So wie das Messi halt macht, ne? Man weiß ja nie, was man braucht. Okay, Spaß beiseite. So, zack, zack, zack. Die andere haben wir ein bisschen hingelockt hier, ja. Nö. Ja. Jep. Und du noch? Mhm. Jep. Jep. Alles klar. So. Sind die Kollegen auch erstmal geleert. Guck mal, gibt es hier noch was Schönes zu holen? Ja. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das okay. So, hier waren die Quartiere dann sozusagen. Wo die anderen jetzt rauskamen mit. Ui, ziemlich gutes Elixier. Ein kleiner Beutel noch. Jo. Kleinvieh macht auch, müsste man mitnehmen. Knoblauch kann man für Alchemie verwenden. Der Kleiderschrank ist leer, aber ich gucke trotzdem rein. Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil man sieht, oh, da ist was zu looten. Man drückt gern drauf. Ist da jemand? Ja, aber wie hast du mich bemerkt, weil die Tür aufging, ne? Hi! So. Okay, das waren die nächsten. Die haben alle gutes Gehör hier. War eigentlich Schleichen gut ausgebaut. Ich habe auch die Verzauberung drauf, dass wir immer perfekt schleichen, aber in einer geöffneten Tür wirkt das wahrscheinlich nicht. Okay. Liegt da einer? Nee, das ist eine Schaufel, ne? Das ist eine Schaufel. Aber ja, hier sind immer noch Schlafbereiche. Wie gesagt, das sind ziemlich große Banditen. Ja. Höhle nenne ich es jetzt einfach mal. Ist zwar keine Höhle, schon klar, aber Banditenversteck, ja, das ist gut, das gefällt mir. Lass mir Banditenversteck stehen. So. Mal gucken, gibt es hier noch was Interessantes? Huch, Bären. Ja, hier kommt bestimmt rein, ne? Ah, okay.
Hier sind wir einmal im Kreis. Mhm. So, jetzt müssen wir uns mal kurz orientieren. Das wird dann auf der Seite wahrscheinlich ebenso sein irgendwie. Oder auch nicht, je nachdem. So, genau, in der Richtung waren wir noch nicht. Da liegt doch noch was. Ja, gut. 5 ist okay. Das ist gerade so an der Grenze. Ist okay. 7 ist schon besser. Für Bücher kriegt man halt nicht so viel. Oh. Ist schön, dass so ein großer Sack ist. Wenn man reinguckt, sieht man so, was drin ist. So. Nö, nö, nö. Ja. Und der auch, weil den kann man für Alchemie verwenden. Oh, ein schönes Diadem. Oh, so relativ wertvoll. Nehmen wir mit. So, hier hat mir wahrscheinlich eh alle weggelockt. Noch mal runter gucken. Ist noch ein paar im Käfig. Aber was sagst du? Ja, wahrscheinlich nicht ihre eigenen Leute sein. Mhm, Papierrollen. Ja, man kann rumlaufen, aber komm ich drüber? Nee, man muss rumlaufen. Okay. Ja, ein Skiver. Ja. Okay. Gewicht 1, sie hat 15, ja. Damit die leichten kaiserlichen Dinger sind gar nicht mal so schlecht. Und der ist verzaubert. Was es ihn natürlich auch gut macht. Zauberkerzenschein, ja. Ist zwar ein Anfangszauber, aber für Geld kann man es nehmen. Ja, aber warum sollte ich das machen? Sehe keinen Grund, musst du den Arm nicht töten. Zack. Oh, da ist sowas drin. Oh, Salz habe ich wirklich genug. Es gibt einfach ganz wenig Rezepte, wo Salz mit drin vorkommt. So, jetzt gibt es 2 Wege runter. Ich schätze mal, keiner ist besser als der andere. Oder doch, weil irgendwo müsste der andere dann rauskommen. Gut, der hängt schon ein bisschen länger hier. Frag mich nicht, wie der gestorben ist. Ob der schon tot war. Ich ihn auf den runtergeschmissen habe und es nicht gemerkt habe. Alles möglich. Ah, ich sehe. Ich kann gleich wieder mal kurz losmachen. Wie kann ich noch mitnehmen? Der ist noch okay. Alles klar. Dann mache ich kurz mal zum Händler mich auf und wir sehen uns gleich an der Stelle wieder hier. Das war der Cut. Für euch schnell. Für mich hat es ein bisschen gedauert. Schauen wir mal. Das können wir noch von ihm nehmen. Das bringt's, das auch. Okay. Gut, schauen wir weiter. Da geht noch eine Tür lang, aber wir gucken uns erstmal den Raum an. Ich glaube nämlich, dass der Raum. Ja gut, anscheinend, dass wir reinkommen, ne? Alles klar, gut. Dann ab zur Tür. Und es geht noch tiefer. So, mal schauen. Noch eine Tür. Ja, mit. Da steht auch ein Kollege. Sie fragt, ob noch ein anderer steht. Ansonsten können wir den schönen Deutschen. Versuchen wir es mal. Gehört? Ach, irgendwer hat was gehört. Gut, okay. Ich hatte nebenbei mich vertan gehabt. Das ist eine gute Gelegenheit, das zu erzählen. Der Zauber, den ich eingesetzt habe, der gehörte gar nicht zur Wiederherstellungsschule. Sondern, da brauchen wir die Sachen hier. Ich muss mal kurz schauen.
Holy Wilting ist es auf jeden Fall. Und Necroplague. Was macht das? Holy Wilting verflucht jemand. Und Necroplague, ja, macht Leiche sozusagen. Oh, das trifft gleich alle. Das ist nett. Ja, cool. Das klang jetzt nicht so, dass es alle trifft. Das ist allerdings cool. Problem ist, es ist wahrscheinlich zweihändig. Nee, ist nicht mal. Das ist ja geil. So, es hat aufgehört, aber das ist nicht schlimm. Okay, das ist ziemlich cool. Das hat auch Punkte gebracht. Da hatte ich mich vertan gehabt, da hätten wir jetzt lange weitermachen können. Wir wollen ja auch mal zu den richtig krassen Zaubern. Und ganz ehrlich, die sind wirklich geil von den Mods, wenn man dann da hinkommt erstmal. Ist ein langer Weg. Ich will aber nicht zu viel spoilern. Also vertraut mir, wir kommen ganz gut in die Richtung. Wir haben nur noch zwei Schulen richtig voll zu kriegen. Die ist jetzt die am weitesten entfernt ist. Danach haben wir richtig viel Spaß auch als Zauberer. Aber für alle Builds ist der, oder sind die Mods, die ich euch gezeigt habe, ziemlich geil. So. Während ich gelabert habe, habt ihr ja gesehen, ich habe schon ein bisschen die Kollegen ausgenommen. Ach, eigentlich, ich mag es eigentlich auch gar nicht, die Bücher zu verkaufen, weil da muss man durch die ewige Liste gucken. Ich glaube, ich lasse das sein jetzt. Ich nehme jetzt noch Bücher mit, die ich wirklich nicht kenne. Die haben dann durch einen der Mods so einen schönen blauen Rand. Das lässt sich gut erkennen. Aber das ist cool. Dass das ein Flächenzauber ist, dann ist der wirklich gut. Ich hatte das gelesen, als wenn das ja halt ein Einzelzauber wäre. Das ist nochmal Erz hier, ne? Genau. Zack. Mhm. Ja, noch spielt's auch nicht, aber Moment. Da sind noch Erze drin versteckt. Die nehmen wir natürlich mit. So. Was haben wir hier noch? Okay, Gewicht 8 wäre 20, Gewicht 2 wäre 70. Das ist schon mal deutlich besser. Auf dem Schaufeln. Huch. Das ist ein sehr vertikaler Dungeon. Huch. So, jetzt aber. Du hörst mich ja wohl nicht. Eine weniger. Für 10,1-fache Schaden. Ja, wir haben es ausgebaut haben. Noch jemand? Ja, aber guckt ja fast in unsere Richtung. Mal schauen, ob der sich irgendwie wegdreht. In der Zeit plündern wir hier ein bisschen. Weil da werden wir garantiert nicht ungesehen rankommen. Das wird jetzt auch kein Riesenproblem oder so werden, aber wenn man so ein bisschen. Ich spiele gerne halt auch ein bisschen auf schleichend. Da ist es eigentlich schon ganz nett. Ja. Komm. Wir müssen auch Conjuring aufbauen. Oh, dafür reicht mein Mana gar nicht. Okay. Warum habe ich den überhaupt dann drin? Naja, egal. Die Necro-Witch muss ich mal rausnehmen. Die klappt leider nicht so gut, wie ich dachte. Das ist aber ein anderes Thema. Ich habe gerade keinen drin davon. Echt? Was habe ich mir dabei gedacht? Habe ich mir gedacht, ich baue das aus und dann kann ich den zaubern. Bone Spirit? Nein. Okay. Huch. Nee, Magie. Beschwörung. So, jetzt muss ich, lass mich kurz gucken. Die Nekovic, wie gesagt, die kann ich auch mal rausnehmen, endlich. Favorit weg, 418. Ja, so viel habe ich nicht, dass es war. Ja, ist ein gut. Nahkampf. Ja, die Golems klappen leider nicht. Irgendwas falsch gemacht anscheinend. Boah, nefferlich. Der ist natürlich geil, wenn man ihn sich leisten kann. Aber der macht auch die Verfassung. So, aber jetzt genug nachgedacht. Wir brauchen mal kurz jemanden. Ich glaube, der war gut. Dann können wir das mal trainieren. Die hat hier viel Spaß mit denen. Was war das? Da seid ihr ja. Gutes Bogenschütze. Wir sind verloren. Genug. Das reicht.
Hey, hey. Ja. So. Ja, ja, hau ich zu. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Eishöhle hier am Ende, okay. Echt? Hab ich jetzt keinen getroffen damit? Okay, das Geländer ist im Weg. Dort auch? Eigentlich ist es ziemlich cool. So, jetzt sind wir ganz assi und ziehen uns zurück. Pfeifen dabei. Ah, es hat auch schon aufgehört. Ja gut, 10 Sekunden sind nicht lang, ne? Ach, wisst ihr, Count. Was soll's. Wir haben doch Spaß bei der Sache. Und zwar. Wo ist es denn? Twin, Twin, Twin. Irgendwas mit Twin. Da, Evil Twin, böser Zwilling. Kommt alle ran! Ja. Hi! Ja, bring du schon ein paar mehr her. Ernsthaft, ich komme da nicht drüber. So, jetzt können sie sich gegenseitig kloppen. So, jetzt sind wir ganz böse. Oh, wir sind gleich doppelt böse. Das ist mal Necroplag. So, es geht von den Leichnam hier eine Art Gift aus, der alle trifft. Oh, und dann sind wir auch schon alle tot anscheinend. Mhm. Ja, stimmt, die können ewig schwimmen, wenn ich mich täusche. Deswegen. So, und die Zeit nehme ich schon mal ein bisschen aus, während die da rumsteht. Ja, ich weiß, zwar geht aktiv keine Zeit dabei. Noch ein Pfeil. Ah, so. Irgendwer lebt noch irgendwo. Da. Der wird ja wohl nicht oben festhängen, oder? Hi. Ist schön, so eine kleine Goblin-Taktik. So. Schauen wir doch mal, was ihr alle so habt. So, die Musik läuft nur noch aus. Ich hätte jetzt natürlich oben auch mit dem Bogen stehen können und Spaß haben können, ne? Also, viele Wege führen nach Rom. Halt auch brutal als Krieger einfach runterstürmen und auf alles schlachten können, was bei drei nicht aus dem Weg ist. Alles möglich, wie man möchte. So, haben wir noch ein bisschen. Oh, Edelsteine. Erze, Frostgrenz-Sachen. Ist schön. Der Loot ist sehr abwechslungsreich. Das Ding ist sehr stimmig. Ist wirklich gut gemacht. Alles klar, da geht's dann noch weiter. Gehen wir jetzt erstmal runter. Das ist die Frage. Wir gehen erstmal runter und gucken mal. Ups. So, hier können wir ein bisschen Bergbau noch machen. Wenn er will.
Okay, da oben ist aber noch einer, oder? Ist das nur Deko? Nee, ist noch. Okay. Dauert einen Moment. Ja, ich weiß. Aber die Animation kann ich nicht beschleunigen. Noch mehr? Krass. Okay, das war eine richtige Silbermine, die sich lohnt. Also, wenn ihr mit Mod spielt, dann könnt ihr euch ruhig den gleichnamigen Mod hier holen. Dann habt ihr dieses Dungeon und ihr seht, hier gibt es eigentlich für alles was. Für Leute, die gerne kämpfen wollen, für Leute, die surfen wollen. Für, ja, Leute, die gerne Zutaten brauchen. Ich habe ja auch schon verschiedenste Dinge gefunden. Sogar Skooma gibt es hier. Ich weiß es noch gerade nicht, ob in roher Form. Ich glaube nicht, weil dann heißt er noch Mondzucker. Also war schon quasi der als naja, illegales Getränk, das Rauschmittel. Aber trotz allem, ziemlich cool. So, kleinen Moment. Zack. Lassen wir hier in die Spur kommen. Lungen sieht sich vielleicht. So. Ich glaube jetzt nicht, dass hier im Eis noch was ist, aber... Können wir hier tauchen? Können wir? Das ist sogar echt noch eine Truhe unten. Die ist verschlossen, okay. Zack. Mhm. So, ansonsten sieht es ja aber gut aus. Da ist auch das Loch. Größte Angst, in Eis zu tauchen, ist, dass ich irgendwie nie wieder rauskomme, weil ich die Öffnung nicht finde. So. Und wir hatten ja gesehen, da hinten hier links ist es, da geht es weiter. Das ist relativ groß. Moment. Hier ist noch einmal Erz. Geil. Das ist halt der Moment, wo eine bessere Grafik bei Skyrim schon geil wäre. Also, sieht man jetzt den Stein links, da sieht man schon relativ, halt wirklich sehr grob ist. Und da würde man vielleicht auch das Erz ein bisschen besser von Schnee unterscheiden können. Ja, wenn ich richtig jetzt hingeguckt hätte, hätte ich es aber beim ersten Mal bemerkt. Das kann man mir durchaus auch anlasten. Aber de facto ist natürlich auch ein bisschen die Grafik mal ein Unterschied. Und ja, wenn das nächste Zelda Quartz dann irgendwann mal kommt, das wird bestimmt hoffentlich richtig geil. Es ist angekündigt, aber ohne offizielles Datum. Deswegen, wir sind alle gespannt. Wahrscheinlich die selber auch, weil sie sagen, hopplach, wir haben hier gut vorgelegt. Müssen wir auch entsprechend nachlegen. Ist da jemand? Ja. Hi. Bist du alleine? Ja, pass auf, Mädel. Hier, viel Spaß mit meinem Schild. Genau, ich habe gewonnen. Auf sehr unfaire Weise, aber ich habe gewonnen. So. Stand aber auch gut. So, Eisendolch, Dietrich Gold. Geht immer noch weiter. Das ist natürlich ein schlecht. Okay. Das sind nur Pilze. Auf Anhieb jetzt erstmal keinen Bösewicht zu sehen. Was haben die alle für krasse Ohren? Lassen wir die spielen. Erstmal wartest du auf mich kurz. Oh cool, Pilze. Da wartet anscheinend jemand oben. Kommst du runter oder nicht? Wo seid ihr? Na hier. So. Wollen wir noch ein bisschen Licht wieder haben?
Macht irgendwie Spaß, auch wenn es echt fies ist. Ihr gegenüber. Aber die hat viel Leben, ey. Sorry, wenn ich das jetzt ein bisschen hinzieht, aber es ist halt eine gute Möglichkeit, den Zauber zu leveln. Oder die Schule. Man levelt ja nicht den Zauber einzeln. Klar, ich könnte jetzt mit dem Dolch auf sie draufrennen und drauf einstechen. Und dann wäre sie sehr schnell weg. So, jetzt fällt sie um. So, guck mal, wo haben wir denn alle erledigt? Da liegt einer. Nö. Ja. Nö. Ja. Ja. Jep. Und jep. So. Wir werden dann so ganz schön voll wieder. So. Wie sieht's aus? Ja, passt noch rein. Läuft. Wie gesagt, die Banditen hier haben gute Ohren. Okay, da geht es wieder weiter hoch. Schwer jetzt abzuschätzen, wie wir am besten weitergehen. Erstmal auf jeden Fall hier so die Bereiche lang. Gucken, ob da noch irgendwo Kiste oder was in der Richtung versteckt ist. Hier in der Mitte irgendwie. Nope. Okay, also es gibt haufenweise Pilze. Und ja, wir haben jetzt eine Treppe auf, die bleibt klar. Da führt es dann wieder hoch. Ja, das ist jetzt schwer. Ich würde sagen, wir gehen erstmal den anderen Weg lang. Ist da. Ah, da ist auch noch Stopp-Hängemoos. Ja, ihr wisst, ich bin ein kleiner Alchemist. Das kann man auch noch mitnehmen. Komm, das ist doch. Ernsthaft? Geht doch. So, ihr wisst, ich bin ein kleiner Alchemist, wollte ich sagen. Hier geht es wahrscheinlich gar nicht viel weiter bei diesen Leiter. Deswegen gucken wir es mal hier hin. So, ich vermute allerdings, dass unser Charakter gleich schreit, wow, ich bin total voll, hör auf weiterzulaufen, tu mir das nicht an. Aber, solange es geht. Du bist verbuggt. Sterb endlich! Haha. Ja, jetzt wären wir wohl voll. Okay, jetzt wird es dann schwer abzuschätzen, wo wir dann als nächstes besten lang gehen. Wo hier einer kommt, um die Ecke wahrscheinlich. Huch, nee. Wo ist er denn? Ist mir nicht ein Toten? Da. Das ist ein Gefecht, ich weiß. Fast so spannend wie eine Schachpartie. Mach ich doch. Ich versuch's ja. Und jetzt so gut wie vorbei. Okay. An der Stelle würde ich vorschlagen, machen wir für heute einen Cut. Ich sammle ein, gehe verkaufen, denn wir sind so gut wie voll. Und machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Wie gesagt, das ist spannend und
echt sehr abwechslungsreich und mal schauen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Zocken und sage, macht's nicht gut, macht's besser und mögen euch die Gaming-Götter heute sein. Tschüss!